Die Asselbande. Es war einmal eine kleine Assel namens Anton, die in einem verwunschenen Garten lebte. Anton war eine kleine, graue Assel mit einer glatten Panzerung, die wie eine Rüstung aussah. Seine winzigen Fühler zitterten vor Neugier, während seine großen, runden Augen die Welt um ihn herum aufmerksam beobachteten. Sein Körper war perfekt geformt, um sich zu einer perfekten Kugel zu rollen, wenn die Notwendigkeit dazu bestand. Antons Persönlichkeit war ebenso einzigartig wie sein Aussehen. Er war ein kluger Stratege und stets bereit, sich für seine Freunde einzusetzen. Sein Herz war so groß wie sein kleiner Körper und er strahlte eine warme, freundliche Aura aus. Trotz seiner geringen Größe hatte Anton einen starken Willen und eine unbändige Entschlossenheit, die ihn später zu einem Anführer der Asselbande machte. Denn eines Tages entdeckte er eine geheime Versammlung von Asseln, die Asselbande, Emma und Gustav. Emma, die zauberhafte Asseldame, hatte ein schillerndes silbergraues Schuppenkleid, das im Licht des Gartens glänzte. Ihre Fühler waren fein und anmutig, fast wie zarte Antennen, die die geheimnisvollen Schwingungen der Natur aufnahmen. Emma hatte auffällige mandelförmige Augen, die immer einen Hauch von Magie in sich trugen. Was Emma besonders machte, war die einzigartige Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Mit einem Anflug von Schüchternheit konnte sie sich aus der Sicht der anderen Insekten herausnehmen, wenn es notwendig war. Trotz ihrer besonderen Gabe war Emma eine liebevolle Freundin und die Seelenstärke der Asselbande. Ihre sanfte Art und ihre geheimnisvolle Eleganz machten sie zu einer faszinierenden Persönlichkeit im Gartenreich. Gustav, der Gourmet unter den Asseln, hatte einen auffällig lebendigen orangefarbenen Panzer mit kunstvollen Mustern. Seine Fühler waren fein verzweigt und ständig in Bewegung, als ob sie die Aromen der Umgebung einfangen könnten. Gustavs Augen waren groß und funkelten vor Begeisterung, besonders wenn es um Geschmack und Geruch ging. Was Gustav besonders auszeichnete, war sein erstaunlicher Geschmackssinn. Er konnte die verschiedensten Nuancen von Pflanzen und Leckereien im Garten erkennen. Sein Appetit für kulinarische Abenteuer und seine Fähigkeit, die besten Verstecke für köstliche Leckerbissen zu finden, machten ihn zu einem unverzichtbaren Mitglied der Asselbande. Gustav war nicht nur ein Gourmet, sondern auch ein liebenswerter Freund, der mit seiner fröhlichen Art die Asselbande zusammenhielt und die Freuden des Gartens in vollen Zügen genoss. Gemeinsam beschlossen sie, das Gartenreich zu beschützen. So hatte jeder in der Asselbande besondere Fähigkeiten. Anton konnte sich zu einer Kugel rollen und unter Blättern verstecken, Emma konnte sich unsichtbar machen und Gustav hatte einen erstaunlichen Geschmackssinn. Zusammen bildeten sie ein unschlagbares Team. Der verwunschene Garten, in dem die Asselbande lebte, war ein wahrhaft magischer Ort. Hohe Gräser wiegten sich sanft im Wind, während farbenfrohe Blumen in voller Pracht blühten und einen betörenden Duft verströmten. Der Boden war mit einem Teppich aus weichem Moos bedeckt, der sich unter den kleinen Beinchen der Insekten sanft anfühlte. Majestätische Bäume mit grünen Blättendächern boten Schatten und Verstecke, während glitzernde Wasserquellen durch den Garten plätscherten. Leuchtende Glühwürmchen tanzten in der Dämmerung und tauchten den Garten in ein sanftes, schimmerndes Licht. Überall im Garten gab es versteckte Pfade, die zu geheimnisvollen Orten führten. Von duftenden Kräuterbeeten bis zu schattigen Nischen, in denen kleine Käferfamilien ihre Heime hatten. Die Geräusche der Natur und das Summen von Bienen vervollständigten die Harmonie dieses verwunschenen Ortes, der den Bewohnern ein Zuhause voller Abenteuer und Zauber bot. Als eines Tages ein gefährlicher Käfer das Gartenreich bedrohte,
versammelte sich die Asselbande mutig. Der gefährliche Käfer, der das idyllische Gartenreich bedrohte, war von düsterer Natur. Sein Panzer schimmerte in dunklen Farben wie ein bedrohlicher Schatten unter den Blättern. Seine kräftigen Beißwerkzeuge und seine spitzen Fühler verliehen ihm ein furchteinflößendes Aussehen. Dieser Käfer hatte die unheilvolle Fähigkeit, Pflanzen zu verschlingen und einen giftigen Hauch zu verbreiten, der die Natur um ihn herum verwelken ließ. Sein lautes Brummen kündigte Unheil an und versetzte die anderen Insekten in Angst und Schrecken. Die Asselbande erkannte die Bedrohung und stellte sich dem gefährlichen Käfer mutig entgegen, um das Gleichgewicht im Gartenreich zu bewahren. In einem packenden Kampf zwischen Licht und Dunkelheit setzten sie ihre einzigartigen Fähigkeiten ein, um den Garten vor dem drohenden Unheil zu retten. Anton rollte sich geschwind heran, Emma wurde unsichtbar und Gustav spürte den Käfer auf. In einem beeindruckenden Zusammenspiel ihrer einzigartigen Fähigkeiten setzte die Asselbande all ihre Kräfte ein, um den gefährlichen Käfer aus dem Garten zu vertreiben. Anton, die kluge Anführerassel, rollte sich geschickt zu einer Kugel und schoss mit erstaunlicher Geschwindigkeit auf den Eindringling zu, um ihn abzudrängen. Emma, die zauberhafte Asseldame, nutzte ihre Gabe der Unsichtbarkeit, um den Käfer zu verwirren und ihm ausweichende Manöver zu entlocken. Gustav, der Gourmet unter den Asseln, erkannte mit seinem feinen Geschmackssinn die Schwachstellen des Käfers und leitete die anderen geschickt durch das Labyrinth seines Panzers. Gemeinsam formten sie eine unüberwindbare Front, trieben den Eindringling erfolgreich fort und bewahrten den Garten vor drohendem Unheil. Jeder einzelne Beitrag der Asselbande trug dazu bei, die Harmonie und Schönheit des verwunschenen Gartens zu bewahren. Nach ihrem mutigen Triumph gegen den gefährlichen Käfer erstrahlte die Asselbande als strahlende Helden im Gartenreich. Die anderen Insekten versammelten sich, um ihre Bewunderung für die Tapferkeit und Entschlossenheit der Asselbande auszudrücken. Die glänzenden Flügel der Schmetterlinge klapperten vor Begeisterung, während die Bienen summend ihren Respekt ausdrückten. Die Ameisen formierten sich in einer respektvollen Parade, um den Weg der Asselbande zu säumen. Selbst die Libellen ließen ihre glitzernden Flügel in einem synchronen Tanz erstrahlen, um die heldenhaften Asseln zu ehren. Das Echo des Ruhms der Asselbande verbreitete sich durch den Garten, und ihre Geschichte wurde zu einer Legende, die von Generation zu Generation weitererzählt wurde. Von diesem Tag an lebten Anton, Emma und Gustav glücklich und zufrieden, immer bereit, ihr Zuhause zu verteidigen, die unvergessliche Asselbande. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch weiterhin nichts verpasst.